Liebe Studierende, heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie im Rahmen Ihrer wissenschaftlichen Arbeiten oder Projekte die Daten Ihrer Online-Befragungen bereinigen können. Die Datenbereinigung wird durchgeführt, nachdem der Befragungszeitraum für Ihren Fragebogen beendet wurde und Sie die Rohdaten vorliegen haben. Am Ende der E-Lecture werden Sie in der Lage sein, Kriterien für die Datenbereinigung zu kennen, vollständige Datensätze von Befragungsplattformen, beispielsweise SociSurvey, herunterzuladen, vollständige Datensätze in SPSS-Formate zu konvertieren, Datensätze in SPSS anhand der Kriterien aus 1 zu prüfen, Datensätze in SPSS zu bereinigen und den Datenbereinigungsprozess grafisch in Excel darzustellen. Kommen wir nun zu den Kriterien, die geprüft werden müssen. Erstens, die Vollständigkeit der Antworten. Am besten sollten Sie nur vollständige Fragebögen auswerten. Ansonsten könnte der Vergleich Ihrer Daten schwierig oder gar willkürlich werden. Zudem haben Sie kein implizites Einverständnis der Probanden bei dem Abbruch des Fragebogens. Halten Sie sich für eine vollständige Auswertung, also an alle, die bis zum Ende des Fragebogens durchgehalten haben. Zweitens, die Eignung der Antworten. Mit Hilfe von Filterfragen können Sie die Eignung der Antworten sicherstellen und bei der Datenbereinigung nachträglich einfach überprüfen. Beispielsweise können Sie am Anfang Ihres Fragebogens eine Filterfrage einsetzen, die auf Ihre Untersuchungsfrage abgestimmt ist. So können Sie von Anfang an Ihre gewünschte Zielgruppe ansprechen und andere Probanden frühzeitig aussortieren. Drittens, Kriterien zur Zielgruppe. Bei der Datenbereinigung sollten Sie die Kriterien Ihrer Zielgruppe überprüfen. Entsprechen die Probanden mit Alter, Wohnort, Interessen Ihrer Zielgruppe oder müssen Sie hier vielleicht Probanden ausschließen? Die zuvor erwähnten Filterfragen können Ihnen hierbei Arbeit abnehmen. Viertens, die Antwortzeiten. Die Antwortzeiten sind gerade bei Online-Befragungen von hoher Bedeutung. Stellen Sie in der Pre-Test-Phase fest, wie lange ein Proband durchschnittlich für das Ausfüllen des Fragebogens benötigen sollte. Wie schnell kann der Fragebogen realistisch ausgefüllt werden? Und wie lange sollte man maximal für das Ausfüllen benötigen? Immer öfter locken Online-Fragebögen mit attraktiven Gewinnen, wie beispielsweise am Amazon-Gutschein. Hierfür klicken sich Probanden vielleicht einfach nur schnell durch die Fragen durch, um im Lospott zu landen. Diese Antworten könnten Ihre Ergebnisse allerdings verfälschen. Achten Sie also bei Online-Befragungen insbesondere auf die Antwortzeiten. Fünftens, Antworttendenzen. Von Antworttendenzen spricht man, wenn ein Proband immer wieder zu denselben Antworten neigt. Bleiben wir doch einmal am Beispiel der Online-Befragung mit Gewinnmöglichkeit. Um besonders schnell zum Ende des Fragebogens zu gelangen, wählt man vielleicht immer wieder den besten oder schlechtesten Wert aus. Hier spricht man von einer Tendenz zur Extremposition. Ist sich ein Proband vielleicht aber auch einfach unsicher zu dem Thema und wählt immer wieder einen mittleren Wert, spricht man vom Zentralitätseffekt. Beide Effekte lassen sich in SPSS einfach überprüfen. Weitere Antworttendenzen sind der Nachsichteffekt, das heißt bekannte Untersuchungsobjekte werden tendenziell günstiger eingeschätzt, und der Halo-Effekt, man lässt sich von übergeordneten Aspekten leiten. Sechstens, der Konsistenzcheck. Der Konsistenzcheck beschreibt sowohl die Bereinigung von nicht ernst gemeinten Antworten als auch die Überprüfung der Daten mit Hilfe von Kontrollfragen. Kontrollfragen dienen dazu, die Aufmerksamkeit des Probanden zu überprüfen. So können Sie als Kontrollfrage zum Beispiel die Ratingskala bei einer Frage umdrehen, um sicherzustellen, dass der Proband noch aufmerksam liest. Über SociSurvey können Sie Vorprogrammierungen vornehmen, um nicht ernst gemeinte Antworten, beispielsweise beim Alter, zu verhindern. Nun wollen wir das Gelernte einmal praktisch in SociSurvey und SPSS anwenden. Ihre Befragung ist also abgeschlossen und es ist Zeit, den Datensatz aus SociSurvey herunterzuladen. Dafür gehen wir auf erhobene Daten und können uns dort erstmal die Rücklaufstatistik ansehen. Wie Sie sehen, haben wir 244 gültige Fälle. Schauen wir uns die Statistik aber genauer an, sieht man, dass davon nur 210 Datensätze abgeschlossen worden sind. Bevor wir den Datensatz herunterladen, haben wir die Möglichkeit, unvollständige Fragebögen von Anfang an auszuschließen. Über die Auswahlkriterien können wir entscheiden, welche Fälle, also welche Fragebögen, als gültig markiert werden. Unter Interviewfortschritt wählen wir Datensätze, bei denen die letzte Seite des Fragebogens erreicht wurde. Vergessen Sie hier nicht zu speichern. Nun gehen wir auf Daten herunterladen. Im Reiter klicken wir auf SPSS, da wir dieses Programm für die weitere Arbeit nutzen. Natürlich können Sie den Datensatz aber auch in einem anderen Format herunterladen. Unten kann man als Kontrolle sehen, dass derzeit 210 Datensätze für den Datensatz verwendet werden.
Klicken wir nun auf Datensatz herunterladen und öffnen SPSS. Um den heruntergeladenen Datensatz in SPSS zu konvertieren, klicken wir auf Datei, Öffnen und wählen die Syntaxdatei aus. Wählen Sie nun den Ordner aus, in dem Sie die Datei abgespeichert haben. Mit einem Doppelklick oder Öffnen können Sie die Datei öffnen. Nun klicken wir auf Ausführen und wählen Alle aus, damit alle Dateien in SPSS übernommen und in eine neue Datei konvertiert werden. Wie Sie sehen, hat sich nun ein neues Fenster geöffnet. Am besten speichern wir die Datei nun einmal neu ab, damit wir den Datensatz nicht verlieren. Beispielsweise nennen wir diese Datei nun Stromanbieter Datensatz. Nun öffnen wir Excel für die Dokumentation der Datenbereinigung. Die Dokumentation der Datenbereinigung ist sehr wichtig. Halten Sie also immer fest, wenn Sie etwas an Ihrem Datensatz geändert haben, um Ihre Vorgehensweise nachzuvollziehen und erklären zu können. In unserem Fall hatten wir zu Beginn 244 Interviews bzw. Fragebögen. Davon haben wir entschieden, mit 210 weiterzuarbeiten, da diese vollständig ausgefüllt worden sind. Das heißt, wir haben einen Verlust von 34. Speichern Sie sich diese Datei ab und behalten Sie sie offen, um weiter an ihr zu arbeiten. Nun können wir die Datenbereinigung in dem Datensatz fortsetzen. Hierfür fangen wir mit den Filterfragen an. Bei der Erstellung des vorliegenden Fragebogens wurde eine Filterfrage festgelegt, um die vorher definierte Zielgruppe gezielt zu erreichen. Es wurde die Frage gestellt: Haben Sie schon mal selbstständig einen Stromanbieter ausgewählt? 1 bedeutet Ja, 2 bedeutet Nein. Alle Probanden, die Nein ausgewählt haben, können aus dem Datensatz entfernt werden, da diese für die Befragung nicht relevant sind und den Fragebogen auch nicht weiter ausfüllen konnten. Hierfür gehen wir auf die Variable E104, hinter der sich die Frage verbirgt. Mit einem Rechtsklick können Sie die Variablen sortieren. Wir sortieren sie einmal absteigend. Nun sehen Sie auf einen Blick, welche Probanden 2 bzw. Nein gewählt haben. Diese können Sie nun alle markieren und mit einem Rechtsklick aus dem Datensatz löschen. Nun können Sie die Datei unter einem neuen Namen abspeichern. Hier nennen wir sie einmal Filterfrage. Nun wechseln wir in Excel rüber, um die Datenbereinigung zu dokumentieren. Ausgehend von der Filterfrage haben wir 105 Fragebögen entfernt. Das heißt, wir haben einen Verlust von 105 sowie eine neue Anzahl von 105 Fragebögen, mit denen wir nun weiterarbeiten können. Hier tragen wir noch den neuen Dateinamen ein, in diesem Falle Filterfrage. Bei der Entwicklung Ihrer Forschungsfrage und des Fragebogens haben Sie eine klare Zielgruppe definiert. Diese soll sich auch in Ihrer Analyse widerspiegeln. Kriterien für den vorliegenden Datensatz waren das Alter, 18 bis 30 Jahre, und der Wohnort, Mülheim und die nähere Umgebung von NRW. Schauen wir uns also zuerst das Alter an, die Variable SD0101. Mit einem Rechtsklick können wir auch diese Variable auf- oder absteigend sortieren. Fangen wir einmal mit aufsteigend an. Wie Sie sehen können, haben 5 Probanden das Alter nicht angegeben. Das liegt daran, dass die Frage in SOCI-Survey so programmiert war, dass man sie überspringen konnte. Diese Cases dürfen Sie also nicht einfach kategorisch ausschließen, da das Alter hier nur einfach nicht bekannt ist. Sortieren wir es nun absteigend. Nun können Sie sehen, dass 6 Probanden älter als 30 Jahre sind. Diese können wir nun markieren und mit einem Rechtsklick löschen, da sie der Zielgruppe nicht entsprechen. Nun zum Wohnort, der Variable SD0601. Auch hier empfiehlt sich eine Sortierung für einen schnellen Überblick. Wie Sie sehen, hatte ein Proband hier seine Postleitzahl angegeben. Das müssen wir umkodieren. Hier handelt es sich um den Kreis Witten. Klicken Sie einmal in die Variable ein und geben Sie den Ort ein. Ansonsten sehen die Antworten alle gut aus. Das heißt, es muss nichts weiter bereinigt werden. Speichern wir die Datei erneut unter einem neuen Namen ab. Hier nennen wir sie mal Zielgruppe. Und öffnen dann Excel, um die Datenbereinigung festzuhalten. Durch das Kriterium der Zielgruppe haben wir 6 Fragebögen entfernt. Das heißt, wir haben einen Verlust von 6 und nur noch 99 statt 105 Fragebögen. Der neue Dateiname ist Zielgruppe.
Kommen wir nun zum typischsten Kriterium der Datenbereinigung in Online-Befragungen, die Antwortzeiten. Bei der Beantwortung des Fragebogens werden automatisch die Antwortzeiten gespeichert, die wir uns unter der Variable TimeSum genauer anschauen können. Wie Sie sehen, sind die Zeiten hier als Sekunden angegeben. Wandeln wir das doch erstmal in Minuten um. Dafür gehen wir auf Transformieren und Variable berechnen. Mit einem Rechtsklick können Sie die Variablenbeschriftung in Variablennamen umändern. So ist es dann ein bisschen übersichtlicher und wir sehen hier unten direkt schon die Variable TimeSum. Hier klicken Sie einmal drauf und verschieben diese rüber zum numerischen Ausdruck. Unter Zielvariable geben Sie den neuen Namen der Variable ein, in unserem Fall TimeSumMin. Und beim numerischen Ausdruck dividieren Sie TimeSum durch 60, damit Sie eben auf die Minuten kommen. Dann drücken Sie OK. Die Variable wurde jetzt am Ende Ihres Blattes eingefügt. Mit einem Rechtsklick können Sie die Variable ausschneiden. So können wir sie neben TimeSum kopieren, damit es ein wenig übersichtlicher ist. Dafür müssen Sie mit einem Rechtsklick auf die Variable neben TimeSum eine neue, leere Variable einfügen. Dann können Sie mit einem Rechtsklick in die leere Variable TimeSumMin einfügen. Mit einem Rechtsklick können wir die Variable nun wieder auf- oder absteigend sortieren. Fangen wir bei aufsteigend an. Wie Sie sehen können, haben drei Probanden weniger als 2 Minuten gebraucht. Das scheint hier ein wenig unrealistisch. Im Pre-Test wurde festgestellt, dass man mindestens 2 Minuten brauchen sollte. Sie können diese drei Cases also wieder markieren und mit einem Rechtsklick löschen. Nun können wir die Variable auch einmal absteigend sortieren. Wie Sie sehen, ist die Maximaldauer zum Ausfüllen des Fragebogens 7 Minuten gewesen. Das ist nicht unbedingt ungewöhnlich. Von daher müssen Sie hier nicht weiter bereinigen. Wir können den Datensatz nun erneut unter einem neuen Namen abspeichern. Hier wäre es jetzt unter dem Namen Antwortzeiten. Und können dann in Excel die Datenbereinigung wieder dokumentieren. Durch das Überprüfen der Antwortzeiten haben wir 3 Fragebögen entfernt. Das heißt, wir haben einen Verlust von 3 und nur noch 96 Fragebögen, mit denen wir jetzt weiterarbeiten können. Der neue Dateiname lautet Antwortzeiten. Überprüfen wir nun die Antworttendenzen. Dafür gehen Sie auf Transformieren und Werte in Fällen zählen. SPSS kann so überprüfen, wie oft ein gewisser Wert von den Probanden gewählt wurde. Mit einem Rechtsklick können Sie sich die Variablennamen wieder anzeigen lassen. Wählen Sie nun alle Fragen, die als Ratingskala abgefragt worden sind. In unserem Fall sind das die Variablen SA und LO. Wenn Sie diese markiert haben, können Sie ihn mit den Pfeilen rüberschieben. Nun müssen wir die Werte, die wir überprüfen wollen, definieren. Als Beispiel wollen wir einmal den Zentralitätseffekt, also die Tendenz zur Mitte, überprüfen. Der mittlere Wert in diesem Datensatz ist 4. Geben Sie die 4 bei Wert ein, klicken Sie Hinzufügen und Weiter. Bevor Sie weitermachen, müssen Sie einmal eine Zielvariable benennen, also die neue Variable, die Ihnen die Werte anzeigt. Drücken Sie dann auf OK. Die neue Variable ist nun wieder am Ende Ihres Arbeitsblattes. Mit einem Rechtsklick können wir die Variable wieder aufsteigend oder absteigend sortieren. Da wir wissen wollen, welcher Proband am öftesten einen Wert gewählt hat, klicken wir auf Absteigend. Hier sieht man, dass ein Proband 30 mal die 4 gewählt hat. Insgesamt hatten wir 36 Variablen, die wir überprüft haben. Ein Wert von 30 ist hier also zu hoch. Dieser Proband kann daher entfernt werden. Wir machen wieder den Rechtsklick und klicken auf Löschen. Theoretisch könnten Sie das mit allen Werten durchführen. Um die Tendenz zur Extremposition zu überprüfen, können Sie statt der 4 den Wert 1 oder 7 nutzen. In diesem Datensatz gab es dort keine Auffälligkeiten. Von daher können wir den Datensatz erneut abspeichern unter einem neuen Namen. Statt der Antwortzeiten sind es nun die Antworttendenzen. Nun können wir erneut die Dokumentation in Excel festhalten. Bei den Antworttendenzen haben wir einen Fragebogen entfernt, das heißt, wir haben einen Verlust von 1 und eine neue Anzahl von Fragebögen von 95. Der neue Dateiname lautet Antworttendenzen. Jetzt kommen wir zum letzten Kriterium, dem Konsistenzcheck.
So, nun sind wir beim letzten Kriterium angekommen, dem Konsistenzcheck. Bei dem Konsistenzcheck geht es darum, womöglich nicht ernst gemeinte Antworten von der Auswertung auszuschließen. Beispielsweise Antworten wie Mond beim Wohnort oder 165 bei der Frage nach dem Alter. Im vorliegenden Datensatz sind solche Antworten glücklicherweise nicht vorhanden. Zudem können Sie über SociSurvey vorher Einstellungen vornehmen, um nicht ernst gemeinte Antworten, wie beim Alter, zu verhindern. Da wir nichts mehr am Datensatz verändert haben, können Sie ihn nun ein letztes Mal abspeichern. Diesen Datensatz nennen wir Final. Zu guter Letzt können Sie nun Ihre Datenbereinigung in Excel einmal grafisch darstellen. Als letztes können Sie Ihre Datenbereinigung grafisch als Wasserfalldiagramm darstellen. Dafür habe ich hier unten nochmal aufgeführt, wie genau wir vorgegangen sind. Zu Beginn hatten wir 210 Interviews, die vollständig ausgefüllt waren. Dann haben wir aufgrund der Filterfrage 105 Fragebögen entfernt. Als nächstes haben wir 6 Fragebögen aufgrund der Zielgruppe entfernt, 3 aufgrund der Antwortzeiten und 1 aufgrund der Antworttendenzen. Somit haben wir einen finalen Datensatz von 95. Für die Darstellung im Wasserfalldiagramm ist es wichtig, dass Sie die Werte hier subtrahieren. Um die Daten nun als Wasserfalldiagramm darzustellen, markieren Sie einmal alle Werte, gehen auf Einfügen, dann über empfohlene Diagramme oder über Diagramme direkt. Hier wird Ihnen direkt das Wasserfalldiagramm vorgeschlagen. Das wählen Sie einmal aus und ziehen es sich dann ein bisschen größer. Als nächstes müssen Sie einmal die 95 als Summe festlegen. Dafür klicken Sie in das Diagramm drauf und nochmal ein erneutes Mal auf die 95 bzw. den Balken. Mit einem Rechtsklick können Sie als Summe festlegen auswählen. Das Diagramm ist nun richtig und Sie können es noch weiter künstlerisch gestalten. Sie können die Schriftart ändern, Sie können die Farben der Balken ändern, um es noch einmal ein bisschen mehr abzuheben oder was auch immer Sie möchten. Wichtig ist nur, dass Sie die Datenbereinigung immer dokumentieren und am besten für ein leichteres Verständnis auch nochmal grafisch darstellen. Hiermit sind wir am Ende des Lernvideos zur Datenbereinigung angelangt. Sie sollten nun in der Lage sein, Kriterien für die Datenbereinigung zu kennen, vollständige Datensätze von Befragungsplattformen wie zum Beispiel SociSurvey herunterzuladen, vollständige Datensätze in SPSS-Formate zu konvertieren, Datensätze in SPSS anhand der Kriterien aus 1 zu prüfen, Datensätze in SPSS zu bereinigen und den Datenbereinigungsprozess grafisch in Excel darzustellen. Ich hoffe, Sie konnten einiges aus diesem Lernvideo mitnehmen und wünsche Ihnen noch viel Erfolg bei Ihren weiteren Befragungen und Projekten. Vielen Dank!